Das heutige Horoskop, Schütze, 19. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Heute und morgen erwartet Sie eine langsame und mystische Zeit. Während die mächtige Sonne durch Ihr Solarhaus der Intuition und Privatsphäre wirbelt, werden Sie tief in Ihren Emotionen versinken. Unser großer Stern wird seine Hand ausstrecken, um sich mit einem majestätischen Neptun zu verbinden, der glücklicherweise in freudiger Stimmung ist, während er durch ihr Solarhaus aus Heim, Familie und Häuslichkeit schwimmt. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich mit der Arbeit zu beschäftigen oder sich auf die Produktivität zu konzentrieren. Nehmen Sie sich die Zeit, ruhig zu liegen und sich mit Ihrem Liebhaber zu entspannen, und Sie werden sich näher fühlen als je zuvor. Erwägen Sie die Verwendung ätherischer Öle und Lotionen, während Sie sich gegenseitig intim massieren. Denken Sie darüber nach, Ihre finanziellen Ressourcen zu schonen. Normalerweise sind Sie ein großzügiges Zeichen, das nicht zweimal darüber nachdenkt, Geld auszugeben oder zu leihen, da Sie immer mehr verdienen können. Aber vielleicht haben Sie eine andere finanzielle Denkweise und Herangehensweise, wenn der Mond ins Unglück gerät. Der stoische Wahnsinn wird einen finanziell konservativen Unterton haben. Infolgedessen verspüren Sie möglicherweise eine kosmische Neigung, mehr über Ihre Finanzen nachzudenken. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie dank dieser unglaublich verantwortungsvollen Mondenergie zurückhaltender mit der Art und Weise umgehen, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Während der Mond Ihrem Einkommenssektor einen gewöhnlichen monatlichen Besuch abstattet, sorgt ein freundlicher Aspekt von Juno und Jupiter dafür, dass dies ein guter Tag in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere ist. Dies gibt Ihnen nicht nur ein besseres Gefühl dafür, wo das Geld ist, sondern trägt auch dazu bei, dass ein freundschaftlicher Aspekt zwischen Juno an der Karrierefront und Jupiter an der Jobfront, der Sie trennt, aufrechterhalten bleibt. Die Dinge sind heute vielleicht nicht ganz so, wie Sie sie sich wünschen, aber wenn Sie darüber nachdenken, sind sie tatsächlich ziemlich gut. Es ist wichtig zu versuchen, eine kleine Perspektive auf die Dinge zu bekommen. Nehmen Sie sich zum einen ein wenig Zeit, was Ihr Aussehen angeht. Wenn es um Ihr Aussehen geht, haben Sie, wir alle, eine Menge Ballast und müssen bedenken, dass sich die wichtigsten Dinge im Leben im Inneren Ihres Körpers befinden. Gönnen Sie Ihren inneren Organen in diesem Sinne Aerobikübungen. Wenn Sie heute jemand bittet, etwas zu tun, das sich einfach nicht richtig anfühlt, werden Sie wahrscheinlich die zusätzliche Energie haben, herauszufinden, was am besten zu tun ist. Es ist ein Tag und Ihre Werte und Moral werden durch diese Schwingung gestärkt. Nutzen Sie dies, um Entscheidungen zu treffen, mit denen Sie später leben können. Eine Freundschaft, die Sie dazu auffordert, etwas zu tun, das weit über Ihre persönlichen Grenzen hinausgeht, ist nicht unbedingt etwas, das Sie wollen oder brauchen. Sei dir selbst treu immer. Dies ist eine Woche mit vielen Höhen und Tiefen. Aber wenn Sie sich den letzten 7 Tagen Ihres alten Sonnensystems nähern und sowohl die Sonne als auch der Mars nächste Woche in den Schützen zurückkehren, herrscht ein echtes Gefühl der Veränderung, Aufregung und Vorfreude liegt in der Luft. In den letzten Stunden des Mondes im Schützen und nachdem er sich gestern hier auf Merkur ausgerichtet hat, wird Ihr sechster Sinn dies wirklich wahrnehmen und ein Gefühl der Neugier wird Sie dazu veranlassen, neue Möglichkeiten zu erkunden. Es scheint, dass das Jahr das Beste bis zum Schluss aufhebt. Bevor der Mond heute den Schützen verlässt und seinen ersten Besuch seit der Rückkehr des Kommunikationsplaneten Merkur letzte Woche und den letzten vor der Rückkehr der Sonne nächste Woche abschließt, wird er seine letzten Stunden in einem freundlichen Aspekt des Zwergplaneten Eris, der Kriegerprinzessin, verbringen des Kosmos in ihrem romantischen Bereich. Dies ist eine monatliche Veranstaltung, die dieses Mal auf die wachsende Unterstützung für Herzensangelegenheiten hinweist. Täglicher Planetenüberblick. Heute früh vollzieht der Mond einen bedeutenden Wandel und wechselt von der feurigen Energie des Schützen zum geerdeten Einfluss des Steinbocks. Diese kosmische Veränderung gibt den Ton für den Tag vor und fördert eine Stimmung des Mitgefühls gegenüber anderen und den Situationen, in denen wir uns befinden. Es ist ein günstiger Zeitpunkt, die Hand auszustrecken und um jeden Gefallen zu bitten, den Sie benötigen. Im Laufe des Tages nimmt die Mondenergie eine ernstere und pragmatischere Note an, da der Mond seine monatliche Reise durch den Steinbock beginnt. In dieser Phase werden die Menschen in ihrem Umfeld wahrscheinlich Lob und Bewunderung für ihren enthusiastischen und optimistischen Ansatz zum Ausdruck bringen.
Ihr souveräner Einsatz wird anerkannt und sie meistern mühelos verschiedene Aspekte ihres Lebens. Gespräche, die sie initiieren, erhalten Unterstützung und tragen zu Problemlösungsbemühungen bei. Die Beibehaltung einer optimistischen Einstellung erweist sich als entscheidend für die langfristige Aufrechterhaltung der Dynamik. Seien Sie sich jedoch Ihrer unkontrollierbaren Energie bewusst, die zu Herausforderungen und innerem Aufruhr führen kann. Ihr Verhalten könnte für Freunde und Familie unvorhersehbar erscheinen. Offene Gespräche über Ihren Geisteszustand können zu einem besseren Verständnis und wertvollen Ratschlägen führen. Im intellektuellen Bereich ist Ihre Fähigkeit, verschiedene Situationen zu verstehen, lobenswert, sodass Sie in der Lage sind, jede mentale Aufgabe zu bewältigen. Effektive Kommunikation steigert Ihren Erfolg in Verhandlungen und Gesprächen. Ihre gesteigerte Neugier weckt den Wunsch nach Wissenserwerb und spiegelt ein großes Interesse am Lernen wider. Gleichzeitig tritt Mars in Ihre letzte Woche in Ihrem Finanzsektor ein und richtet sich in den kommenden Tagen nach der Sonne aus. Dieses himmlische Ereignis beleuchtet Ihre finanziellen Leidenschaften und Ihren Kampfgeist und enthüllt die Beweggründe hinter Ihren finanziellen Bestrebungen. Unterdessen tragen Mond und Jupiter zu einem günstigen Tag in Bezug auf Einkommen und Beschäftigung bei. Diese Konvergenz der Kräfte unterstreicht, wie wichtig es ist, sowohl bei finanziellen als auch beruflichen Bestrebungen proaktiv zu bleiben. Himmel für heute. Gestern verabschiedete sich der Mond von Ihrem Finanzsektor und hinterließ ein Reservoir an finanziellen Instinkten, fantasievollen Einsichten und einer Fülle von Informationen, die Sie auspacken können. Bemerkenswerterweise ist dies das erste Mal in diesem Jahr, dass Planeten in diesem Sektor verweilen und Hilfe bei der Nutzung des erworbenen Wissens anbieten. Gepaart mit Merkurs scharfsinnigem finanziellen Scharfsinn ist der Zeitpunkt perfekt, um diese Informationen effektiv zu nutzen. Gleichzeitig tritt der Mars in die letzte Etappe seiner siebentägigen Reise durch Ihren Einkommensbereich ein, richtet sich in den kommenden Tagen nach der Sonne aus und bildet in Ihrem Arbeitsbereich einen günstigen Aspekt für Neptun. Diese himmlische Konfiguration erzeugt positive Energie sowohl auf der Einkommens- als auch auf der Jobseite und gibt Mars zusätzliche Impulse und Selbstvertrauen, um leidenschaftlich das zu verfolgen, was Sie rechtmäßig verdienen. Ihre außergewöhnliche Ruhe, auch in Situationen mit hohem Druck, zeichnet Sie aus. Fristen machen Ihnen nichts aus, tatsächlich werden Sie mit zunehmenden Aufgaben effizienter. Diese Effizienz überträgt sich auf persönliche Beziehungen und führt zu einem Gefühl der Zufriedenheit. Ihre geistige Klarheit lässt ausreichend Zeit für Ihren Partner. Erwägen Sie, Entspannungstechniken in Ihre Routine zu integrieren, um diesen Gleichgewichtszustand zu verlängern. Angesichts der Unvorhersehbarkeit der Zukunft sollten Sie flexibel bleiben, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Vor größeren Investitionen oder Akquisitionen ist derzeit Vorsicht geboten, da schnelle Veränderungen ungünstige Folgen haben können. Gehen Sie skeptisch mit Ratschlägen um und nehmen Sie sich Zeit für gründliche Überlegungen, da Informationen möglicherweise nicht immer zuverlässig sind. Inmitten Ihrer hektischen Aktivitäten sehnen sich sowohl Ihr Geist als auch Ihr Körper nach mehr Entspannung, als Sie derzeit zulassen. Hören Sie auf die Signale Ihres Körpers und legen Sie Wert auf Ihre Gesundheit. Streben Sie nach einer harmonischen Balance zwischen Aktivität, Entspannung und Vergnügen. Erwägen Sie eine Tiefengewebsmassage, eine mögliche Abhilfe für Verjüngung und allgemeines Wohlbefinden.